was habe ich denn nochmal gesucht? Hm. Was denn jetzt? Geht da einer an die Karre? Alter, echt? Alter, klaut er die. Will er die Felgen klauen? Der Hund! Get the hell out of here! Ja, hallo zusammen, ich bin's, der Kenny. Ich habe euch heute mal ein Spiel mitgebracht und zwar nennt sich das Spiel Parking Tycoon. Ist ein Business Simulator und ist seit dem 3. November 2023 bei Steam erhältlich. Ja, ist Park Tycoon, sagt der Name, oder Parking Tycoon, so sagt der Name schon. Ihr seid dafür verantwortlich, einen Parkplatz zu überwachen, einzurichten. Das ist euer Parkplatz. Ihr habt ein Grundstück geerbt und macht daraus einen Parkplatz. Und diesen Parkplatz müsst ihr immer weiter ausbauen, Parkflächen einteilen, den Leuten die Parkplätze schöner machen, vielleicht eine Schranke einrichten und. Und Ziel des Spiels ist es eigentlich, ja, im Level zu steigen, wie in vielen Spielen auch. Je höher das Level, desto mehr Equipment könnt ihr kaufen für euer Parkplatz. Der dann später auch ein Parkhaus werden kann und. Also ihr habt ein Grundstück geerbt, müsst daraus oder habt dann mitten in der City, sage ich jetzt mal, einen Parkplatz, den ihr einrichten sollt. Mit Parkflächen, ihr könnt Parkflächen verschönern. Ihr könnt Parkbuchten so schön einrichten mit Sträuchern, mit Schranke, mit Poller und. Das Problem am Anfang, ihr fangt mit Level 1 an, also sieht man ja links oben, Daumen 1, ne? Und ihr steigt dann in der Reputation, sprich im Level, dann Stufe 2, dann kriegt ihr andere Gegenstände zu kaufen und. Und je mehr Equipment eure Parkbucht hat, oder je schöner eure Parkbucht eingerichtet ist, eine Parkbucht, ne, desto teurer ist der Platz. Ne? Dann kann man unter Umständen, also bei mir waren es jetzt, der höchste waren glaube ich 80 oder 90 Dollar. Für einmal parken. Bisschen hart, ne? 90 Dollar. Aber so verdient ihr das Geld. Ihr fangt am Anfang an, wie gesagt, mit diesem komischen, einfachen Platz, ne? Der erstmal aufgeräumt werden muss. Ihr müsst das ganze Holz wegschleppen, den ganzen Müll wegschleppen. Und. Und wenn ihr das gemacht habt, dann kauft ihr euch ein bisschen Sprühfarbe. Und mit der Sprühfarbe müsst ihr dann die Parkbuchten einzeichnen. Und dann kommen auch schon die ersten Autos, die dann parken möchten. We're waiting for our first client. Abwechslung bietet die ganze Geschichte in dem Sinne, ihr müsst dann hingehen und eure Parkbuchten nochmal ablaufen, am besten einmal am Tag, weil die Leute lassen ziemlich viel Müll aus ihrem Auto da fallen. Ich weiß nicht, ob die den Platz da nehmen als Müllhalde oder so. Aber Müll einsammeln ist auf jeden Fall eine Sache, die ihr machen müsst. Weil wenn auf euren Parkbuchten irgendwie Müll vorhanden ist, dann habt ihr das Problem, dass die nicht mehr so viel zahlen wollen. Ne? Dann ist dann der Parkbucht, die vorher 50 Dollar wert war, auf einmal nur noch, weil da zwei Teile Müll drauf liegen, 48 Dollar wert und so weiter. Ja, Spaß macht die ganze Geschichte. Oder beziehungsweise ihr habt noch mehr Sachen, die ihr veranstalten könnt. Ihr könnt die Parkbucht oder das Gelände mit Licht ausstatten. Was gar nicht mal so schlecht ist, ihr könnt die dann später mit Zäunen ausstatten, alter eingezäunter Parkplatz. Ihr könnt eine Schranke da reinbauen, vielleicht später eine Videokamera und. Es gibt eine Menge freizuschalten. Am Anfang, wie gesagt, habt ihr halt einen groben Asphaltplatz mit einem Matschweg drauf. Und eure Aufgabe ist es dann, diese Bucht dann oder diesen Parkplatz dann schöner zu machen, mit Asphalt zu versehen und. Ja, und ja, weitere Abwechslung im Spiel. Ihr habt oft Typen, die wollen an eurem Bürogebäude Graffiti sprühen. Die müsst ihr dann mit einem Knüppel wegjagen. Also einmal mit einem Knüppel hinterher rennen. Und dann habt ihr erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Aber dann kommt er wieder, weil wenn er mit seiner Sprühung durchgeht, also, der fängt dann an zu sprühen, das hört ihr anhand des Zischens. Und dann wisst ihr, ah, da ist jemand am Sprühen. Und wenn er es schafft, dann dauert das Entfernen dieses Graffitis ziemlich lang. In dieser Zeit geht euch Geld durch die Lappen. Ne? Mir ist es in dem Fall passiert, mir sind Autos einfach durchgefahren, weil ich nicht gekommen bin zum Kassieren. Aber es ist handelbar. Wenn ihr hört, ihr hört diese Session, bis ihr da seid. Also in meinem Fall war es jetzt so, ich weiß nicht, wie es später aussieht. Ich habe auch erst anderthalb bis zwei Stunden gespielt. Weiß nicht, wie später der Parkplatz aussieht. Ich konnte ihn verscheuchen, immer wieder. Eine andere Besonderheit, es kommt immer ab und zu jemand, der möchte Felgen klauen. Den könnt ihr dann auch mit dem Knüppel jagen.
So, um das Ganze Einhalt zu gebieten, müsst ihr natürlich euer Park, euer Parkplatz einzäunen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann haben die nicht mehr so viele Möglichkeiten. Allerdings, wenn ihr einen Zaun dann stehen habt, dann habt ihr dann Randaliere am Zaun, die dann am Zaun Palaver machen, die müsst ihr in Opfer jagen. Ja, was gibt's zu dem Spiel zu sagen? Das Spiel, wie gesagt, wurde am 3. November 2023 veröffentlicht von der Firma Software Technologies SRL, oder ist eine Simulation, eine Bausimulation, sag ich jetzt mal, und ein Management-Spiel. Interessant an der Geschichte ist, der Preis dieses Spiels, sage ich jetzt mal, ja, der Preis zu dem Zeitpunkt, wo ich das Spiel jetzt gespielt habe, war 12,79 € bei Steam. Steam-Link und so weiter findet ihr alles in der Beschreibung. Weiterhin muss man jetzt dazu sagen, das Spiel ist für 12,79 € natürlich nicht der Bringer. Ne? Man sieht es anhand der Grafik, die Figuren, wie sie da rumlaufen, und Grafik ist das Ding kein Festival, ganz ehrlich. Aber wer Lust hat, mal einen Parkplatz selber zu bewachen, der ist hier relativ gut aufgehoben. Da sind die 12,79 € relativ gut investiert. Und ja, wie gesagt, irgendwie, man entwickelt so eine Art kleine Sucht. Ne? Ich muss immer besser werden, ich muss besser werden und schneller und schneller. Ihr habt dann hinterher bis zu 4 Fahrzeuge, die vor eurer Schranke stehen, rausgehen wollen, aber ihr wollt noch den Parkplatz umbauen und. Also das Spiel wird nach der Zeit ziemlich hektisch. Und das macht auch den ganzen Reiz aus. Wenn ihr Autos abkassieren könnt, geil, schon wieder, oder cool, schon wieder 50 Euro verdient oder 50 Dollar verdient, Wahnsinn, schon wieder 70 Dollar und so weiter. Aber das Geld geht auch relativ schnell flöten. Wenn man so überlegt, so ein Zaunelement, kostet 100 Dollar im Geschäft, oder im Geschäft, das macht ihr übrigens alles am Computer, da kauft ihr die Sachen, wie Bäume und Zubehör für den Parkplatz oder Farbe. Das wird dann auch geliefert und das müsst ihr erst ins Lager packen, dann in euren Rucksack packen und dann könnt ihr es erst benutzen. Aber die Sachen sind relativ teuer. 100 Dollar für ein Zaunelement, ist vielleicht realistisch gehalten. Und man denkt sich am Anfang, wie soll ich das denn bezahlen? Aber wenn eure Parkbucht immer besser wird, habt ihr auch mehr Einnahmen. Angenommen, da stehen 4 Autos. 4 Autos mal 70 Dollar im Durchschnitt, sage ich jetzt mal, das sind in dem Fall 280 Dollar. Ne? Und dann kann man schon 2 Elemente weiterkaufen. Ihr habt ja keine großartigen Ausgaben. Ja, ihr könnt einnehmen und ihr habt keine großartigen Ausgaben. Dementsprechend ist da so eine Art, ja, ich sag jetzt mal, so ein kleines Suchtpotenzial entstanden. Ihr könnt später auch Tiefgaragen entwickeln. Die sind dann auch machbar. Die sind mit einem neuen Update gekommen, welches vor kurzem erschienen ist. Und mit dem neuen Update gibt es dann die Möglichkeit, Tiefgaragen zu bauen. Ihr könnt später euer Office dann weitermachen. Sagt, euer Parkhaus ziemlich groß gestalten. So wie ein Parkhaus, so wie ihr das in der City kennt, wenn ihr mit dem Auto im Parkhaus geht und. Aber ihr müsst auch später Personal einstellen, die eure Parkbuchten überwachen. Und dementsprechend macht ihr ein richtig, richtig gutes Geschäft damit, wenn ihr eure Parkbuchten dann weiter ausbaut und mehr Geld verdient. Dementsprechend kann ich dann sagen, oder Fazit der ganzen Geschichte, jetzt kommen wir zum Fazit. Fazit der ganzen Geschichte. 12,79 € kostet das Spiel, der Spielspaß ist gegeben. Empfehlen kann ich das Spiel. Wer keine grafischen, wahnsinnigen Geschichten erwartet, der ist mit 12,79 € gut bedient. Ein Spiel für zwischendurch, Suchtpotenzial großartig vorhanden. Ein bisschen, halt immer im Level zu steigen und zu steigen und zu steigen. Wie gesagt, 12,79 € kann ich empfehlen. Was ich euch nicht empfehlen kann, das gebe ich euch jetzt schon als Tipp, schaltet die deutsche Sprachübersetzung nicht ein. Die ist auch wieder sehr verwirrend. Lasst es lieber auf Englisch, wenn ihr Englisch könnt. Zwar ist Deutsch auch vorhanden, ihr könnt auch Deutsch einstellen, auch andere Sprachen, aber das Deutsche ist relativ verwirrend. Dann heißt dann zum Beispiel eine Tür öffnen, auf einmal zerreißen und sowas alles. Und das ist sehr verwirrend. Wie gesagt, das war mein Fazit zu dem Spiel Parking Tycoon. Und wir sehen uns wieder im nächsten Spiel. Macht's gut, bis dahin. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, kommentiert das Ganze oder einen Daumen hoch, würde mich freuen. Und wir sehen uns im nächsten Spiel wieder. Macht's gut, euer Kenny.